Ich glaube, ich kriege die Krätze. Das sagt man so als Spruch lapidar daher, aber die Krätze als parasitäre Erkrankung kann extrem belastend sein. Und die Krätze ist kein Mythos, die Krätze gibt es nach wie vor in Deutschland. Es gab die letzten Jahre sogar eine ganze Krätzewelle. Und in diesem Video geht es darum, ja, woher weiß ich überhaupt, was die Krätze ist, ob ich sie selbst habe und wie wird sie behandelt. Starten wir mit den Basics, und zwar der Krätze an sich. Es handelt sich um die sogenannte Scabies-Milbe. Und diese Scabies, das ist ein Parasit, kann eben in der Haut überleben, wächst in der Haut, vermehrt sich in der Haut und führt dann zu den klassischen Symptomen, starken Juckreiz, Veränderungen am ganzen Körper. Und eigentlich ist das auch schon der Grund, warum die meisten Patienten dann in die Hautarztpraxis oder in das Krankenhaus gehen, weil sie sagen, ich habe so starken Juckreiz, ich kann nicht mehr schlafen und ich habe so kleine Punkte, rote Punkte, Pickelchen an meinem Körper. Was könnte das sein? Und wenn man dann sagt, naja, das ist die Krätze, die Scabies-Infektion, dann sind die meisten ganz verwirrt oder aber sagen, ich habe das schon seit Monaten und keiner konnte mir richtig weiterhelfen. Also es gibt sowohl die einen, die es zum ersten Mal hören, als auch die anderen, die therapierefraktär sind. Das bedeutet, schon seit Monaten damit kämpfen. Und es gibt einige Möglichkeiten, wie man das gut in den Griff kriegen kann. Das besprechen wir aber nachher. Starten wir mit den Basics. Wie infiziert man sich überhaupt mit der Krätze? Tatsächlich findet das statt einmal über den direkten Kontakt Mensch zu Mensch. Also das bedeutet durch Körperkontakt, Kinder mit den Eltern oder mit dem Partner. Oder auch mit den Freunden, wenn ich zum Beispiel eine Hand habe, die komplett infiziert ist oder von Parasiten durchsetzt ist und ich gebe einen Händedruck, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass der andere, wenn er dort eine kleine Verletzung hat, nun auch eine Infektion hat. Es muss aber nicht zwingend sein. Das bedeutet, je länger der Kontakt besteht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Und viele haben Angst, dass man sich infiziert, wenn man zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt oder wenn man jetzt auf der Tischplatte fasst. Da muss man aber ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, denn die Krätzemilben benötigen schon die Körpertemperatur und leben im Körper drin. Außerhalb des Körpers überleben sie nicht so lange. Trotzdem sagt man, im Schnitt 3 bis 5 Tage Minimum sollte man am besten die ganzen, ja, das Bett bzw. Bettwäsche etc. Ohne Kontakt zum Menschen belassen, damit die Milben absterben. Wenn man nun eine Infektion hat, man hat sich frisch infiziert, passiert Folgendes. Diese kleinen Milben, die können nur eine ganz kleine Strecke wandern in der Haut. Also das, was sie machen, das ist ein sogenannter kommaförmiger Gang. Sie legen ihre Eier hier, leben nicht so lange, aber die Fläche oder beziehungsweise die Strecke, die sie schaffen, sind auf der Hand betrachtet einige Millimeter, vielleicht 1-2 Zentimeter. Und doch hat man plötzlich am ganzen Körper die Krätze. Jetzt stellt sich die Frage, wie passiert das überhaupt? Und was wir ganz gerne sagen ist, unsere Hände sind wie Helikopter. Sie kommen und kratzen an der einen Stelle die Milbe heraus, ja, und an der anderen Stelle kratzen sie sie wieder rein. Und das ist genau das Problem. Mit unseren eigenen Händen verteilen wir die Erreger, die Parasiten am ganzen Körper und dadurch ist man nachher überall infiziert, überall mit Parasiten durchsetzt, aber es gibt bestimmte Stellen, da sind sie ganz besonders gerne. Und das sind zum einen die Handgelenkinnenseiten, denn hier ist die Haut etwas dünner, die Fingerzwischenräume, denn hier ist die Haut nicht nur dünn, sondern auch ein bisschen wärmer und feuchter. Der Achselbereich, der Fußbereich ist klassisch, dass sie sich dort vermehrt befinden. Auch hinter den Ohren ist eine gute Lokalisation. Prinzipiell natürlich am ganzen Körper, aber als Tipp, Handbereich, Handflächen, da trifft man das häufiger an. Der erste Blick von den Hautärzten ist, einmal die Hände spreizen lassen und dann schauen wir ganz genau, ob wir hier irgendwelche kommaförmigen Gänge erkennen können. Das zweite Hilfsmittel, das gut eingesetzt werden kann, ist das Dermatoskop, also die Lupe, das Auflichtmikroskop. Man schaut dann unter der Lupe, ob man tatsächlich diesen Gang sehen kann. Die Bewegung der Milbe nimmt man in der Regel nicht wahr. Das ist so klein, aber man kann schon diese klassische Form sehen. Und was man unter dem Dermatoskop noch sieht, ist so eine Drachenform, also so ein ganz klassisches Aussehen von der Krätzemilbe. Was man jetzt beachten sollte, wenn man die Infektion festgestellt hat, ist zum einen, dass man sich behandelt. Es gibt die äußere und die innere Behandlung. Die äußere Behandlung heißt, dass man einen Wirkstoff aufträgt, am ganzen Körper einwirken lässt und nachher duscht man sich ab und man versucht dann, diese Milben
abzutöten, indem deren Atmungssystem sozusagen, also zum einen gibt es die Möglichkeit, über das Atmungssystem zu gehen. Das ist die zweite Möglichkeit ist, dass die Eier auch abgetötet werden. Und das zweite ist systemisch, also in Form von Tabletten, dass man diese Tabletten einnimmt und von innen dann über die Durchblutung, die eigene Durchblutung, die Parasiten erreicht und diese dann absterben. Es liegt ganz im Ermessen des Arztes, ob man eine rein lokale Behandlung durchführt oder eine systemische. Wenn man nur ganz wenige Stellen hat, könnte eine lokale Behandlung helfen. Wenn man schon über mehrere Wochen hinweg erfolglos behandelt hat und natürlich, man muss mal aufpassen, Schwangere und Kinder, da sind das bestimmte Fälle, wo man nicht einfach die systemische Therapie durchführt. Aber ansonsten kann man auch die systemische Behandlung in Form von Tabletten durchführen. Wichtig ist zudem, dass man auf die Hygiene achtet, denn es reicht nicht, wenn ich mich behandle, aber danach wieder reinfiziere, und das ist etwas, wo man auf bestimmte Sachen achten sollte. Das allererste ist, dass man alle Patienten, alle Menschen im Umfeld und in der Familie mitbehandelt. Denn ansonsten spielt man Ping-Pong mit den Verwandten, mit den Freunden und infiziert sich immer wieder neu. Das zweite ist, dass man die Kleidung täglich wechselt, die potenziell infizierte Kleidung entweder bei 60 Grad wäscht oder aber in Plastiksäcke luftdicht verschließt, am besten für 5 Tage, sodass die Milben absterben. Dann sollte man im Bereich der Fingernägel diese sehr kurz halten und auch vielleicht täglich mit der Creme behandeln, damit man auch hier wohnen sie ja vermehrt, die Erreger abtötet. Auch wichtig ist, dass man Tabletten zum Beispiel einnimmt gegen den Juckreiz, denn das triggert immer wieder das Kratzverhalten. Gibt es unterschiedliche Wirkstoffe, die sind in der Regel rezeptfrei. Und nachdem man sich behandelt hat, dass man schaut, dass der Juckreiz etwas minimiert wird, aber auch die Haut gut gepflegt wird. Man hat meistens noch tote Milben in der Haut, die werden dann vom Körper abgebaut. Aber jetzt hat man trotzdem noch Juckreiz und Angst, ist das jetzt, lebt die Milbe noch, sind das neue Hautstellen, und das nennt man, wenn plötzlich wieder Hautveränderungen auftreten, die aber nicht durch die Milbe verursacht werden, sondern durch unsere Immunreaktion, postskabiöses Ekzem. Das kann bis zu 6 Wochen andauern, und das bedeutet, man ist erfolgreich therapiert worden, hat aber trotzdem Hautveränderungen und Juckreiz, und das entsteht, weil unser Körper wie eine allergische Reaktion gegen die Bestandteile der Milbe verursacht, und das äußert sich in Form von Juckreiz, in Form von Hautveränderungen, und das behandelt man mit kortisonhaltigen Cremes. Also das bedeutet, einfach im Hinterkopf behalten, die Krätze und die Symptome der Krätze können länger andauern, auch wenn man erfolgreich behandelt wurde, weil es sich zum Beispiel um das postskabiöse Ekzem handelt. Das erstmal ganz grundsätzlich und allgemein zu der Krätze. Wenn Fragen bestehen, gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ganz wichtig, wenn jemand in der Familie ähnliche Hautveränderungen hat und man diese klassischen Lokalisationsstellen ebenfalls aufweist, bitte kontaktiert uns per App. Wir machen eine komplette Therapie oder natürlich auch vor Ort beim Haus- oder Hautarzt. Bleibt dran, beachtet die Hygieneregeln. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Beitrag wieder einschaltet oder wenn wir uns dann per App wiedersehen.